ist der Impact. Deine Show beginnt jetzt. Denk nach, bevor du ein Match war ja nicht wirklich ein Match, sondern mehr so eine Klinik. Aber das zweite Match, wo was wir heute noch getaped haben, das war sehr, sehr gut. Das würde ich sagen, war mit Abstand das beste Match, das Andi und ich je hatten. Also bis jetzt. Wie kommt WWE gerade auf dich oder auf Absolute Andy? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe irgendwann mal Tony halt eben angefragt, habe gesagt, hey, ich würde gerne mal ein WWE-Trial haben. Mhm. Und er hat gesagt, okay, er schaut, was er machen kann. Hat Finlay halt eben angefragt. Finlay hat gesagt, okay, ich schicke die Informationen zu, weil die nehmen nicht wirklich jeden zum WWE-Trial. Mhm. Und dann hat die WWE das okay gegeben. Und dann haben sie halt eben Tony gefragt, wen könnte man noch aus Deutschland halt eben, wen könnte man noch so anbieten, der ein bisschen jünger sein sollte vielleicht. Mhm. Und dann ist halt Tony halt Andy eingefallen. Mhm. So ist er halt, so sind wir halt zu den Tryout gekommen. Also Tony Sinclair hat schon auch seine Beziehungen heute noch. Ja, selbstverständlich. Und Beziehungen sind, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, im Wrestling-Business sehr, sehr wichtig, ja. Natürlich. Also wie eigentlich auch immer im Leben, Vitamin B schadet nie. Eigentlich alles, weil wenn dich keiner kennt, kannst du gar nicht zeigen, wie gut du bist. Gut. Nochmal zu Japan. Ich glaube, es waren 15 Matches oder waren es inzwischen mehr Matches, die du bestritten hast? Das waren 17 für, glaube ich, zwei Layers, jetzt war ja 2006. 17 Kämpfe waren es, glaube ich, ja, okay, die ich gemacht habe. Du hast in einem Interview, ich glaube, das war bei Mensch Otto auch gesagt gehabt, ja, du bist dir wie ein Star vorgekommen in Japan. Ja, also auf jeden Fall. Man hat dich schon auf der Straße erkannt, ja. Ja, wenn du auf die Straße gegangen bist, wo du es kannt, gab, musste man Autogramme schreiben und solche Geschichten. Also stell dir das mal vor, wie groß Japan ist und Deutschland, wo du eigentlich bekannter bist. Und da kannst du noch durch die Straßen gehen, hallo? Ja, mittlerweile durch Solitary hat sich das auch schon verändert. Ja, erkennt man dich? Ja, mittlerweile schon, ja. Also ziehst du nicht absichtlich irgendwelche Mützen auf und Sonnenbrillen und... Nein. Okay. Also zum Beispiel, ich bin gestern wieder aus einer Tour halt zurückgekommen und wenn du in den Hauptbahnhof kommst, habe ich unterschrieben. Am Münchner Hauptbahnhof? Am Münchner Hauptbahnhof, ja. Echt? Ja, ist halt ein Anfang. Ich hoffe halt, dass dem Wrestling in Europa auch helfen kann. Dass sich halt erkundigen und sagen, hey, wo kämpfen wir? Und dann kommen sie halt zu den Veranstaltungen, wäre das super. Ja, und wo Muda Bosporus in Zukunft kämpfen wird, kann man auf mudabosporus.com lesen oder auch bei myspace.com/mudabosporus. Und zwei feste Termine sind schon mal bei der GSW gemacht worden, die endlich ihr Comeback feiert nach ein paar Wochen Pause. Wieder unter der Leitung von... Aber sarkastisch, Markus. Naja, unter der Leitung von Ingo Schock Vollenberg gibt ja die GSW mit neuem Image, mit neuem Konzept ihr Comeback. Und Muda Bosporus, welche große Überraschung, ist wieder Teil davon. Wie stehst du dem neuen Konzept gegenüber, Tapings zu machen und öfter zu veranstalten und wie stehst du zu Berlin vor allem als neue große Bühne? Also ich bin der Meinung, dass das Konzept funktionieren kann. Kommt jetzt darauf an, wie Tapings umgesetzt werden, wo ich halt nicht wirklich weiß, wie sie wirklich umgesetzt werden. Ich habe noch keine Ahnung, was er genau davor hat. Mhm. Ich finde das großartig, dass Ingo die Eier hat, das zu tun. Dass er sagt, okay, ich packe das jetzt richtig an, allem drum und dran. Und ich bin halt der Meinung, es muss sich absolut von der alten GSW komplett unterscheiden. Das Einzige, was die zwei GSWs gemein haben dürfen, ist der Name. Und zu Berlin werde ich sagen, ich hoffe, dass da eine Menge Zuschauer kommen werden. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher zu Promo-Zwecken da sein, dass wir das halt eben hinkriegen. Und also Radio, Fernsehen? Radio, Fernsehen, Zeitung, alles was halt geht. Mhm. Und ich hoffe wirklich halt, dass es halt ein Erfolg wird, weil kein Wrestler aus Deutschland möchte wirklich irgendwo anders hin. Am besten, am liebsten wäre es uns, wenn es hier eine große Liga gibt und wir müssen nirgendwo hin. Das klingt doch mal schön. Ja, und das ist halt eben der erste Schritt. Ich weiß, dass viele Leute skeptisch gegenüberstehen und das wird nichts und bla bla, aber verneinen und schlecht machen kann jeder, aber Ingo hat die Eier, es wirklich anzupacken, das zu machen, und dafür habe ich großen Respekt und da werde ich ihm auch helfen, was ich kann. Viele Wrestler sind der Meinung, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen gewagt ist, die Aussage zu treffen, dass die GSW einer der B-
beliebtesten Plätze oder Arbeitgeber ist, ja. War auch in der Vergangenheit. Also viele haben sich in der GSW sehr wohl gefühlt. Wie stehst du zur GSW früher? Ich fand die GSW, also rein, wie sie uns behandelt haben, wie sie uns bezahlt haben und alles, aber großartig, war super professionell. Es gab noch nie Probleme in der Hinsicht, was ich von anderen Dingen nicht behaupten kann. Okay. Und ich muss sagen, die GSW in der Zeit, als Soulflies übernommen hat, fand ich das Booking ein bisschen sehr, sehr chaotisch. Zum Beispiel? Zum Beispiel mein Booking, als ich als Heel gebookt wurde, wie ich eingesetzt wurde. Gegen Erik Schwarz mit Eco Fresh zum Beispiel oder mit die Fehde mit Murat? Kovac. Ich fand die Fehde mit Kovac nicht gut. Das mit Erik war super. Ich fand halt, man hätte aus Eco mehr rausholen können, weil er war ja mit Abstand der bekannteste. Kein Wrestler in Europa war bekannter als Eco Fresh. Wobei Eco Fresh kein Wrestler ist, ja. Richtig, aber keiner war bekannter und er hätte schon viel, viel mehr Zuschauer ziehen können, wenn man mit ihm mehr gearbeitet hätte. Sprich, man hätte mehr promoten müssen. Natürlich, man hätte einfach zur Zeitung gehen sollen. Ich meine, alles, was da rauskam, war einmal... Bravo. Genau, und das ist halt für mich einfach zu wenig, dafür, dass man einen hat, der das aus Leidenschaft macht und vor allen Dingen umsonst gemacht hat. Wie hat dir das... Oh, umsonst. Wie hat dir das Streetfight gefallen zwischen Erik Schwarz und Eco Fresh? Dafür, dass Eco nicht wirklich lange trainieren konnte, fand ich es nicht schlecht. Hast du ihn trainiert? Ja. Aha. Aber es natürlich hätte es schon besser sein können, aber er hatte mit Erik ja auch einen guten Gegner, deswegen er hat ihn auch gut gezogen. Also hat schon gepasst. Ja. Fand ich. Hat auch seinen Zweck erfüllt. Ich meine, ich habe die Halle gehört an dem Abend. Ich habe die Battlefield DVD zu Hause. Ja, und das hatte mit Abstand die beste Stimmung des ganzen Abends. Bruder Bosporus gibt es natürlich nicht nur im Wrestling-Ring. Ich komme jetzt gerade drauf, weil wir über Kovac gesprochen haben und Eco Fresh, da gab es sich ja auch bei Ring frei ein Video zu sehen. Fällt mir gerade ein. Ja, das ist richtig, das stimmt. Schön mit Kovac im Ring mit einem Lied, das, wo ich als eigentlich Rockfan, wie du auch einer bist, sagen muss, was mir gut gefallen hat. Ja, dasselbe kann ich auch sagen. Also ich bin nicht so der Rap-Fan, mehr als ich höre mehr Rock und Heavy Metal natürlich. Mhm. Und aber ich muss sagen, das hat mir echt gefallen. Auch einige andere Stücke auf Ecos Platte haben mir gefallen. Also fand ich gar nicht so schlecht. Wie zum Beispiel Murat. Ich das muss sagen, ich kann es auch nicht mehr hören, weil Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Das hat mir bei Solitary so gut gefallen, wie du versucht hast, dein Entrance-Team zu rappen. Und du hast es nicht auf die Reihe bekommen. Nee, nicht wirklich. Wie oft hast du das schon gehört? Aber man hört irgendwann mal nicht bei den Texten, sondern es läuft halt einfach. Und dann vergisst man, da man halt darauf nicht mehr so achtet, vergisst man irgendwann mal den Text. Und aber ich hab's sofort erkannt, ne? Ja, eben. Ja, ich habe nie behauptet, ich bin Rapper. Gott sei Dank. Weil es auch üblich für einen Türken, außer jetzt, wie heißt der, Bülent Ceylan? Ja. Heavy Metal zu hören, ja. Das stimmt, ja, das ist wirklich ein typischer. Ich höre das auch immer wieder. Viele gehen halt davon aus, okay, der wird sein Titellied von Echo, also hört er Rap, das stimmt nicht. Ich höre es nicht. Also es gibt Rap-Songs, die höre ich schon, aber mittlerweile hat sich das ein bisschen erweitert, aber Hauptaugenmerk ist immer noch auf Rock. Hörst du auch türkische Volksmusik zu Hause? Um Gottes Willen, damit kannst du mich jagen. Oh, und das von einem Türken. Ja, was heißt denn das von einem Türken? Naja, du bist ja Türke. Heino? Bitte? Hörst du Heino? Also mit 3-4 Promille auf einer Schlagerparty lasse ich es mir einmal eingehen. Dann hörst du bestimmt alles mit 3-4 also, Promille. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Mike Ritter Schlagerfan, aber nö, Heino muss nicht unbedingt. Ja. Aber mit 3-4 Bier bei einer Schlagerparty, wenn es dann auch gleich wieder aus ist, ist das in Ordnung. Siehst du, ist dasselbe bei mir. Also so türkische Volksmusik ist sowas wie Heino bei uns und das hören die Jugendlichen nicht. Aber türkische Popmusik höre ich schon. Okay. Du warst ja vor kurzem auch erst in der Türkei im Urlaub, ne? Das ist richtig. Mein Bruder hat geheiratet und Das war jetzt kein wirklicher Urlaub, weil ich weiß, ob ihr türkisch auch hinten mit Urlaub zu tun. Und das ist viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn man mitveranstaltet. Wie sieht das aus? Erzähl mal ein bisschen. Es sind dann 3 Tage. Mhm. Der erste Tag ist halt die der Junggesellenabend. Da bist du halt, also es ist halt nicht nur so dieser klassische Junggesellenabend, wo man halt eben dann weggeht mit den Jungs und so, sondern das ist halt wirklich traditionell. Also bei uns zumindest im Dorf, weil die Tradition ändert sich auch zu Dorf. Und bei uns war es halt eben so, dass wir halt am Tisch saßen und halt die Familie irgendwo in der Nähe am Tisch saß und wir halt gefeiert haben und getrunken haben und so. Das war der erste Tag.
Am zweiten Tag gibt es das Knner, heißt das. Das ist also sehr, sehr einzigartig. Das heißt, die haben so, die haben sie im Ikreo gesagt, auf jeden Feier. Es war halt auch wieder. Und am dritten Tag ist die eigentliche Hochzeit, wie man halt dem das halt wirklich kennt. Also, damit eigentlich schon jeder kaputt und fertig ist, geht es eigentlich erst los. Genau. Oder wie bei anderen Hochzeiten auch in anderen Ländern wie Kroatien oder was weiß ich was. Ich habe noch keine kroatische Hochzeit gesehen, aber ich habe mal gehört, dass die auch sehr anstrengend sein müssen. Okay. Ja, Hochzeit, Murat, was ist los? Was meinst du? Mit deiner Hochzeit? Sollte es doch mal geben? Ja, wir haben das mit Sicherheit irgendwann mal vor, weil wir sind einfach, das ist halt einfach noch nicht dazu gekommen. Hat auch finanzielle Hintergründe, weil so eine Hochzeit ist teuer. Was denkst du, mit wie vielen Gästen du rechnen musst? Familiär? Oh, das wird mit Sicherheit mehr als bei meinem Bruder, und da waren es schon 400 oder so. Uff, wirklich, das ist ja krass. 400 Gäste? Ja, das war, also, am Sonntag. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Ja, das waren schon viele Gäste. Das war Open Air, also so ein Riesengelände, und da waren halt auch viele, viele Gäste da. Okay. Und deswegen, und so eine Veranstaltung ist halt teuer. Wie finanziert man sowas? Arbeiten. Ja, erstmal 30 Jahre in den Ring steigen, möglichst nichts ausgeben, um dann für einen Tag oder drei Tage Geld zu haben. Naja, Jazzy hat ja auch eine Seite, das muss ich ja nicht komplett selbst finanzieren. Und halt, wir haben ja noch Eltern, die halt auch noch da mithelfen und so, aber... Möchtest du in Deutschland heiraten oder in der Türkei? Das weiß ich noch nicht, aber... Also die Türkei-Hochzeit war schon schön, aber da Jazzys Verwandtschaft hier ist, werden wir es wahrscheinlich eher hier machen, weil ich habe ja hier auch Verwandtschaft, und in der Türkei hat Jazzy keine Verwandtschaft, deswegen wird es mehr Sinn machen, hier zu machen. Aha. Finde ich eine nette Geste und auch logisch gedacht. Ja, Murat, dann lass uns nochmal über dein TNA-Tryout sprechen. Das hattest du ja, wie du vorhin erzählt hattest. Genau. Welchen Einfluss hattest du von den TNA-Offiziellen vom sechseckigen Ring, der es ja da noch gewesen sein dürfte? Ja, TNA war einfach großartig, also war super. Ich habe zu Terry Taylor, das ist der Talent Relations Mensch, also der Johnny Ace von TNA, habe ich ja schon seit Ewigkeiten Kontakt, seit 2008 Kontakt. Mhm. Wir schreiben es hinterher, seine erste E-Mail, die er mir beantwortet hat, war ein bisschen vernichtend, weil er gemeint hat, warum sollen wir extra dich holen, wenn wir so viele andere Wrestler hier haben. Und aber ich habe halt den Kontakt behalten, dann irgendwann mal habe ich mein Tryout letzten September dann bekommen, wo ich auch Mike Ritter deswegen danken muss, weil er sich auch sehr dafür eingesetzt hat. Und habe in Nürnberg gegen Absolute Andy gekämpft und in Hannover gegen Axel Litter Junior. Und dann im Januar hatte Jazzy ihr Tryout bei TNA. Weißt du noch, gegen wen sie da angetreten ist? Das war halt nicht wie bei uns halt so ein ganz normales Match, also halt das Eröffnungsmatch, sondern das war halt ein Dark Match im Prinzip. Da waren keine Zuschauer, niemand da. Oh, schade. Und gegen Lisa Fury hieß die, das war eine Engländerin. Okay, kenne ich. Und Jazzy hat auch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, hat auch später auch gut.